Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Heute wieder in Stettin unterwegs auf der Linie 82 nach Kolataja von... keine Ahnung. Ja, genau. Wir sind heute mal mit einem Doppeldecker unterwegs. Das ist das neue Modell. Frag mich nicht, wie der heißt. Ich glaube SD 92, 202 oder so. Ja. Ich muss mal das. Ich habe das Lenkrad gerade ausgeblendet. Warum auch immer, fragt mich nicht. Ja, ist halt ein Standardbus. Sehr, sehr unscharfe Texturen teilweise. Werde nicht sagen, aber. Aber. Das ist schön. Jo. Jo. Den sollte jeder kennen. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt los. Der ist ein bisschen lauter, der Bus. Das heißt, ich muss ein bisschen lauter reden. Und ihr müsst besser zuhören. Warum bremst der? Ich drück gar nicht. Ich bremse gar nicht. Ja, der bremst automatisch, warum? Warum bremst der Bus? Ich bremse gar nicht. Warte mal. Aha, jetzt geht's. Da war irgendwie ein Bug drin. Hallo. 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 Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte kriegen Sie. Bitte schön. Einmal normal. Einmal normal. Ja, bitte. Hopp, 30 Cent, bitte schön. Oh. 1,30 Euro, sie haben mir 4 Euro gegeben. Entschuldigung, ich dachte, sie haben mir 3 Euro gegeben. Kriegst du 3,30 Euro und eine Kurzstrecke, die ist hier. Dankeschön. Gut, bitteschön. Warum bremst der mal automatisch der Bus? Następny przystanek Jana z Czarnolasu. Lasu. Das ist auch eine enge Kreuzung hier. Wow. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ja, die kriegst du. Bitte. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Kriegst du, bitte. Einmal normal, bitte. Bitte schön. War das gerade dreimal... Ja, ja, das stimmt. War das jetzt gerade dreimal die gleichen Männer, nur mit anderen Jacken? Następny przystanek. Komuny Paryskiej. Gerade mein Vater. Es gibt Schöneres als rote Ampeln.
Ah, ist ja eine kurze Linie. Die fahren wir, glaube ich, auch zurück. Aber mit einem anderen Doppeldecker. Dann aber in der nächsten Folge. Mit einem alten Doppeldecker diesmal. Der bremst total ab, der Bus. Ich weiß aber nicht warum. Ihr seht das ja, er geht sofort runter, wenn ich kein Gas gebe. Ich leg den Gang nochmal neu an. Vielleicht ist das besser. Nö. Ich bremse wirklich nicht. Tag. Hallo. Guten Tag. Kann man das ja erklären, warum du immer bremst? Einen normalen Fahrschein bitte. So, eine Kinderkarte. Bitte. Dankeschön. Hallo. Bitte schön. Schönen guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Hallo. Guten Tag. Ich weiß wirklich nicht, warum du abbremst. Ich habe nichts geändert. Hey, oh nein! Guten Tag. Warum hat er keine Textur? Was soll das? Bremst sofort ab, dieser Bus. Ah, das ist alles falsch. Einmal nur. Hallo. Następny przystanek. Cyryla. Następny przystanek. 1. Maja. Einmal nochmal. Następny przystanek. Cyryla i Metodego. Następny przystanek. Es ist doch nicht wahr. Kommentare.
Wollen Sie mir ein paar Scheine geben? Następny przystanek. Bandurskiego. Es kann doch nicht sein. Następny przystanek. 1. Maja. Okay, das lassen wir jetzt so. Die Ansagen hier funktionieren hinten und vorne nicht. Ah, jetzt hat er auch eine Textur, der Bus hinter uns. Treibhaus rechts rum. Oh, der ist aber echt laut, der Bus. Ich hab den deutlich leiser als sonst, meine Hörer, und die ist immer noch laut. Warte, ich hab's nicht mehr laut. Ah, jetzt ist er gar nicht mehr so laut, aber trotzdem noch zu laut. Der Bus ist schon zu laut. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Dankeschön. Oh, hab keine Lust mehr, Fahrscheine verteilen. Eine Fahrkarte bitte. Ein Fahrschein bitte. Dann könnt ihr halt aussteigen, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Hallo. Klimadiagramm.
Następny przystanek Niemcewicze. Halt, hier ist. Ich dachte, da steht 82 oder steht 63. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Ja, ja, ist ja auch Endhaltestelle jetzt. Następny przystanek: Kołłątaje. Kołłątaje? Kołłątaje? Kołłątaje. Kołłątaje. Ja. Ich wusste das natürlich, weil ich Polnisch. Ich kann einfach Polnisch. Also braucht mir keiner was vormachen. Es heißt nämlich Kołłątaje. Nee. Kołłątaje, doch heißt so. Ja. Selbst die Polen wissen das nicht. Ich bin eigentlich der Einzige, der das weiß, aber ich habe denen das nie verraten. Oh. Da bin ich anscheinend gegengefahren. Das war eigentlich nicht Bienenkern. Oh, das war klar, dass ich dagegen fahren werde, aber ist ja auch was anderes. Ich benutze jetzt mal Trick 17, einfach am Zaun entlang schleifen. Ist zwar nicht gut für den Bus, aber für mich momentan. Und jetzt bin ich gegen den Bus gefahren, auch schlaue Idee. Ist doch einfacher einzuparken, ne? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, also machen viele Leute, ja. Ich habe das schon oft gesehen. Hey. So. Oh, die 82 sehe ich gerade, sind wir schon mal gefahren. Ja, gut, dann fahren wir die jetzt nochmal zurück. Aber ich glaube, ich nehme doch nicht einen Doppeldeckerbus. Ich glaube, ich nehme nochmal so einen schicken Mercedes, aber als Gelenkbus. Ja, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.